davon? Ich persönlich mag ja die roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Die sind doch nicht im Westen. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Der Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Das ist mal neu. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der
Tat führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich habe die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Dr. Earnhardt? Hallo? Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Pilze. Da ist einer. Wow, wie lange war ich da unten? Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist... Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das?
du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komm klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis.